Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wirklich extrem gespannt, wohin dieses Experiment führt. Denn ihr dürft entscheiden, welches Kürkleid ich zu meinem Eiskunstlauf-Schaulaufen am Sonntag anziehe. Bereits schon am 1. März. Wer mir auf Instagram folgt, beziehungsweise auch auf meinem Vlog-Kanal, weiß, dass ich sehr gerne Eiskunst laufe und das Ganze so Hobby-Amateur-mäßig für mich selbst mache und auch auf Instagram tatsächlich auch schon zwei Tutorials zum Eiskunstlaufen hochgeladen habe. All die Links, die ich in diesem Video erwähne, werde ich euch natürlich auch unten in die Infobox packen. Ich habe gedacht, es wäre ganz lustig, gleich drei Kürkleider zu DIYen, die ich eventuell anziehen werde zum Schaulaufen. Eins davon wird es auf jeden Fall werden und ihr dürft entscheiden, welches das wird. Das Ganze ist so ein bisschen Experiment und ist auf meinem Blog-Kanal und auch auf meinem Instagram-Account verteilt. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Und zwar habe ich drei verschiedene Ideen vorbereitet. Es ist einmal ein weißes Kleid, ein schwarzes Kleid und ein rotes Kleid. Das weiße Kleid, das DIY dazu, kommt hier online, also in diesem Video. Das rote Kleid kommt auf meinem Vlog-Kanal-Video. Diesen Link setze ich euch natürlich einmal unten in die Infobox, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch alle drei Kleider anschaut, falls ihr mitbestimmen wollt, welches Kleid es letztendlich wird. Das schwarze Kleid kommt auf meinem Instagram-Account online und auch dieses Video könnt ihr euch übrigens anschauen, wenn ihr keinen Account habt. Also das ist wirklich kein Problem. Alle drei Links, wie gesagt, unten in der Infobox. Dort werdet ihr es vorher und natürlich auch das nachher sehen. Nun ist es so, dass es natürlich drei Kleider sind und letztendlich von diesen drei Kleidern es zwei Gewinnerkleider für die erste Runde geben wird. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr hier, wenn ihr das nachher des Kleides seht, einmal oben in dieser Infocard abstimmt, ob euch das Kleid gefällt. Genau das gleiche macht ihr auch auf dem Vlog-Kanal und genau das gleiche macht ihr auch bei dem IGTV-Video. Nur dort nicht direkt unter dem Video, sondern am besten direkt in der Story. Da kommt nämlich zeitgleich eine Abstimmung zu dem schwarzen Kleid online, nachdem ihr euch das angeschaut habt. Durch diese Abstimmung kann ich dann sofort erkennen, welche zwei Kleider bei euch am besten ankommen. Und diese beiden Kleider treten dann heute Abend am 29.02. um 8 Uhr in meiner Story gegeneinander an mit einer Abstimmung. Das heißt, ihr könnt dann final entscheiden, welches der beiden erste Runde Gewinnerkleider es letztendlich werden soll. Falls ihr es euch ganz einfach machen wollt und vor allen Dingen auch den ganzen Eislauf-Content und sowas nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach direkt den Vlog-Kanal und folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, dann seht ihr die ganzen Videos und versteht hoffentlich auch das Prinzip. Und ich habe mir einfach gedacht, ich verteile das Ganze auf den drei verschiedenen Kanälen, weil ich mittlerweile auch gemerkt habe, dass einige mich irgendwie nur noch durch den Vlog-Kanal kennengelernt haben oder nur noch durch Instagram kennengelernt haben. Und ich wollte das Ganze einfach fair machen, sodass wirklich jeder in der Community das mitbekommt und auch jeder vor allen Dingen irgendwie mit abstimmen kann. In jedem dieser Kleider stecken wirklich so viele Stunden Arbeit drin und ich bin wirklich gespannt, für welches ihr euch letztendlich entscheidet. Und ich muss ehrlich sagen, das, was hier ist, ist vielleicht so ein bisschen mein Favorit, aber entscheidet selbst, werdet nicht beeinflusst, aber das hier ist schon schick. Meine Eiskunstlaufkollegen haben auch gesagt, das ist schick. Aber vielleicht täuschen die auch und die anderen beiden sind gut. Also schaut euch die anderen beiden sehr gerne an. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dem weißen Kleid. Die Basis des weißen Kleides war ein Body mit super großen Trompetenärmeln. Und zwar plissierten Trompetenärmeln in so einem schönen Chiffonstoff, damit das Ganze auch richtig schön schwingt. Der Stoff ist leider so ein bisschen durchsichtig, was ein bisschen unpraktisch ist. Aber ich werde dann später einfach nochmal einen weißen Body drunter anziehen. Und dazu habe ich dann so einen Glockenrock kombiniert. Am Anfang war ich mir ein bisschen unsicher über die Form, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt insgesamt nicht so schlecht. Also es hat auf jeden Fall was und eine Hose finde ich dazu auch ganz cool, aber ich habe tatsächlich leider keine weiße Hose gefunden, weil die Kombination hätte ich auch mega geil gefunden. Dann heißt es Strasssteine kleben. Ich habe diese Hotfix-Strasssteine gekauft und dann noch diesen Hotfix-Strasssteinbefestiger. All die Links dazu schmeiße ich euch mal unten in die Infobox. Das ist wie so eine Art Kolben bzw. Bügelkolben, mit dem man dann diese Strasssteine einzeln befestigt. Ich habe euch das hier mal in dem normalen Tempo eingeblendet. Man muss das schon einmal platzieren. Man kann es entweder mit dieser Spitze aufnehmen oder mit der Hand auf den Stoff drauflegen und dann hält man das mehrere Sekunden. Und das habe ich wirklich bei jedem Strassstein gemacht. Mal kürzer, mal länger, je nachdem wie heiß der Kolben ist und das über den ganzen Ärmel verteilt. Ja, da muss man schon einfach mit ein bisschen Zeit einplanen und es sich ganz gemütlich machen und ganz viele Serien gucken. Ihr seht, sind jetzt mittlerweile schon ein paar Tage umgegangen. Ich habe mich jetzt kurzzeitig den anderen beiden Kleidern gewidmet, die ihr zum einen auf meinem Vlog-Kanal und natürlich auch auf Instagram seht. Ich widme mich aber heute letztendlich wieder dem weißen Kleid und bin hier wieder bereit und habe die Ärmel an dem Kleid fertig geklebt. Ich habe ja hier immer noch den puren Body und an diesem Body ist jetzt überall, sind da so kleine Strasssteine drauf. Die habe ich immer versetzt und habe dann immer jedes zweite Plissé dann versetzt aufgeklebt und habe mittlerweile beide Ärmel fertig. Und an beiden Ärmeln sind jetzt insgesamt knapp 700 Strasssteine dran. Man muss ehrlich sagen, das geht noch. Auf den anderen beiden Kleidern sind mehr. Da sind 2000 Strasssteine
rund drauf. Und jetzt will ich hier auf dem weißen aber nochmal ordentlich was drauf knallen. Ich habe jetzt hier noch einmal 500 Stück von dem größten Durchmesser mit am Start. Dann habe ich nochmal 1000 von dem mittleren Durchmesser. Und dann habe ich nochmal so ungefähr 500 von dem kleinsten Durchmesser hier mit dabei. Ich fange jetzt vom größten zum kleinsten an. Dementsprechend suche ich mir erstmal den richtigen Aufsatz für meine Strasssteinklebemaschine. Die ist übrigens echt nicht teuer. Ich verlinke euch die ganzen Sachen auch gerne unten in der Infobox. Oh, mein kleinster Aufsatz ist schon so verklebt vom ganzen Kleber. Und es wird hier eben gerade heller und dunkler. Sorry, das ist Tageslicht. Ich bin eben gerade auch komplett ungestylt und ungeschminkt, weil ich habe keinen Nerv mehr. Ich bin nur noch am Strasssteine kleben, auf der Baustelle am Buddeln. Ich mache nur sehr, sehr strange Sachen. Und ich sag euch, während man seine Tage hat, auf die Idee zu kommen, insgesamt 6000 Strasssteine zu kleben, macht man auch nicht alle Tage. Am Anfang dachte ich noch, das ist so voll stressbefreiend und die Tage tun halt dann so halb so wenig weh. Aber irgendwann wird man so wahnsinnig, dass ganz andere Körperstellen mehr wehtun als das, was da unten in der Gebärmutter passiert. Strasssteine. Ich werde mir jetzt mal die Uhr setzen und werde jetzt das hier wirklich versuchen, an einem Stück runter zu kleben. Und werde euch danach berichten, wie viele Stunden das wirklich gedauert hat. Uhr 9, tatsächlich. Und die ganze Geschichte ist noch nicht ready. Oh mein Gott, wie ich aussehe. Oh, Hilfe. Fokus? Nein, nicht da. Also, nein, nein. Vielleicht klappt es so. Wie ihr seht, es ist 15.09 Uhr. Ich habe immer noch rund mindestens also 150 Steine. Es könnten sogar 200 Steine sein, die mir noch fehlen. Folgendermaßen sieht es aus. Rutscht meine Kamera schon wieder runter? Das habe ich geschafft. Das. Nicht mehr. Das. Und es sind jetzt schon fast 2 Stunden. In 30 Minuten sind es, also 1,5 Stunden sind es jetzt. Ich habe nicht getrunken, ich habe keine Pause gemacht. Ich war wirklich nonstop hier und habe es nochmal mit dem Bügeleisen versucht. Keine Chance, das mit dem Bügeleisen zu machen. Ich muss wirklich jeden einzelnen Strassstein einzeln aufkleben. Ich werde jetzt weiterhin nochmal weitermachen und hoffen, dass ich das irgendwie noch bis morgen früh für euch online kriege. Ich bin eben gerade ein bisschen überfragt, wann ich das alles machen soll. Es ist jetzt 3 Stunden später, oder? 16.30 Uhr, knapp 3 Stunden später. Ich habe immer noch nicht alle 500 Steine drauf. Ich fange eben gerade mit dem Rücken an und ich habe so ein kleines Problem, muss ich ehrlich sagen, denn heute ist Freitag, am Sonntag laufe ich. Ich hätte die Videos sehr gerne für euch am Samstagmorgen online, damit natürlich auch noch genug Zeit ist, damit ihr abstimmen könnt. Und die anderen beiden Kleider habe ich ja ready, nur das hier halt eben nicht. Ich werde überlegen, ob ich jetzt nur die großen Steine fertig klebe, so schnell wie möglich, denn ich habe gleich auch noch jemanden, der sich die Wohnung hier anschauen wird. Dementsprechend muss ich hier noch ein bisschen aufräumen und ich hoffe sehr, dass es für euch okay ist, dass ich euch einfach zeige, wie ich mir das vorgestellt habe und ich hoffe, ihr habt da wirklich Verständnis für. Ich habe auch schon auf Instagram ein bisschen erzählt, was so los ist. Wenn ihr mich schon länger verfolgt und nicht irgendwie zufällig durch dieses Video eben gerade auf mich gekommen seid, dann wisst ihr, dass wir momentan ein Haus bauen. Die Wohnung ist gekündigt. Wir sind nur noch 2 Monate hier in dieser Wohnung. Und ich habe eine riesen To-Do-Liste, die ich an die Wand geschrieben habe. Nur für die nächsten 2 Wochen. Und bis jetzt, also die nächsten Woche sieht jede Woche extrem heftig aus. Vollgefüllt und es ist wirklich ein sehr, sehr sportliches Programm. Einen freien Tag gibt es für uns nicht mehr bis Ende April, bis wir dann im Mai hoffentlich einziehen. Und ich denke, auch im ganzen Mai wird es wahrscheinlich nicht viel freie Tage geben. Sehr wenige, weil wir uns dann natürlich auch einrichten und ich natürlich auch so schnell wie möglich für euch einfach das Studio einrichten will. Damit ich so schnell wie möglich weiter mit ganz normalen Videos machen kann, ohne dass ich die ganze Zeit in so einer Übergangsphase bin. Dementsprechend hoffe ich wirklich sehr, dass ihr Verständnis habt, dass ich das jetzt nicht komplett fertig bekleben kann. Das Video kommt dann online und es wird fertig beklebt
morgen Nacht. Also ich mache dann morgen Nacht eine Nachtschicht, denn morgen Samstag, den ganzen Tag, bin ich den ganzen Tag auf der Baustelle, damit es im Haus vorangeht. Es ist echt hart momentan. Es ist wirklich hart. Es macht Spaß, aber es ist hart. Körperlich kommen schon die ersten Erscheinungen, dass man sagt, man ist ja ganz fit. Weiter geht's, würde ich sagen. Ich mache momentan alles im Stehen. Ich mache mal 10 Steine, dann schminke ich mich kurz weiter, mache ich 10 Steine, dann gehe ich was trinken, dann mache ich 10 Steine, dann gehe ich kurz auf Toilette. So, die ganze Zeit geht das so. Wie ihr seht, habe ich mich mit den ganzen Strasssteinen ein bisschen wahnsinnig gemacht, ein bisschen viel. Es war sehr viel Arbeit und wie ihr seht, ich bin noch nicht fertig. Das ist hier einmal das Nachher des weißen Kleides. Das, was ich letztendlich vorhabe, ist die mittleren Strasssteine und auch noch die ganz kleinen Strasssteine genau in diesem auslaufenden Muster noch nach unten weiter zu kleben, vorausgesetzt, das Kleid wird es. Denn momentan durch den Hausbau und sowas, hatte ich euch eben gerade schon erzählt, kann ich leider nicht 4 Stunden investieren, um Strasssteine zu kleben. Ich hatte es eigentlich schon vor 2 Wochen zu machen, aber manche Materialien kamen später an, die Pakete kamen nicht an und ich wollte auf diese Videos nicht verzichten und ich hoffe wirklich sehr, sehr auf euer Verständnis und ich fand dieses Experiment einfach so spannend und da das Schaulaufen jetzt am Sonntag ist, muss es jetzt leider erstmal so online. Falls es das wird, werdet ihr aber das nachher auf jeden Fall sehen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Meinungen zum weißen Kleid. Lasst es mich sehr gerne unten in den Kommentaren wissen und vor allen Dingen vergesst nicht, hier oben in der Infokarte abzustimmen, ob euch das weiße Kleid gefällt. Eure Aufgabe jetzt nur so zur Erinnerung, falls ihr Lust habt, euch die anderen Kleider anzuschauen, natürlich nur, falls ihr Bock habt und vor allen Dingen mit abstimmen wollt, dann könnt ihr unten direkt auf den weiterführenden Link klicken zu meinem Vlog-Kanal. Dort findet ihr das rote Kleid und auf meinem Instagram-Account findet ihr das schwarze Kleid. Dort dann auch sehr gerne abstimmen, ob euch die jeweiligen Kleider gefallen und nicht vergessen, heute Abend dann um 8 Uhr kommt letztendlich die finale Abstimmung mit den beiden Gewinnerkleidern. Ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt und ich bin gespannt, wie dieses Experiment bei euch ankommt, ob wir das vielleicht nochmal irgendwie mit irgendwas anderem wiederholen können. Aber ansonsten wünsche ich euch wirklich noch einen wunderschönen Tag. Ich verlinke euch hier auf jeden Fall schon mal das passende Video und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin so aufgeregt. Vor allen Dingen bin ich so aufgeregt vor Sonntag. Ich mache ein bisschen die Hose fürs Schaulaufen. Aber gut, die Kür werdet ihr später dann auch sehen. Ja, noch einen schönen Tag. Ciao.